Servus und grüß euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder was von Kaloid 1988 und zwar die Schiebebahnwagen HBBIILLNSS. Eine sehr schwierige Bezeichnung für einen, wie ich finde, sehr schönen Waggon und einen sehr schönen Mod geworden. Geholfen haben ihm bei den Texturen Nando, beim Script The Freak und beim Sound der Baubus natürlich. Wenn ihr den Mod installiert, bekommt ihr 8 neue Waggons. Ihr seht hier im Moment aber nur 4. Ich werde jetzt dann gleich einmal darauf eingehen, wie ihr die anderen Waggons bekommt. Das sind jetzt die beiden, die gelben sind jetzt die beiden Schweizer Modelle und die anderen beiden bekommt ihr immer mitgeliefert, also diesen Transwaggon und diesen Cargo. Ich würde sagen, wir schauen uns den ganzen Mod jetzt ziemlich an, die schönen Waggons. Mir gefallen die Dinger nämlich wirklich gut, wenn man auch lesen kann, wie schön sauber hier diese ganze Aufschrift auf den Waggons zum Lesen ist, mit diesem die Post und diesen ganzen Aufdrucken wie Wasoka, dann das Hebelns nochmal zum Lesen ist, die Gesamtlänge, dieses Güterding für die Wagenpapiere, die ganze andere Beschriftung mit diesem, ich schätze mal, dass es ein Schild ist, das eben nicht mit dem geöffneten Wagen gefahren werden darf. Der, wie gesagt, hat jetzt diese Schweiz-deutsche Werbung mit Brief auf Achse. Der andere hat die Werbung mit Millionen Briefe täglich. Auch hier, wie man wieder sieht, dieses mit den ganzen Haken und Ösen unten, auch das Fahrgestell, Drehgestelle mit diesem Handrad hier zum Beispiel wieder. Das ist wirklich sehr schönes 3D-Modell, alles sauber texturiert. Auch wenn man sich einmal die Vorder- bzw. Rückseite der Waggons anschaut. Mit Vascosa, dem Hersteller dieser Waggons, oben in der Mitte wieder die Warnen, das Hinweisschild, wenn die Oberleitung wäre, dass man halt hier nicht drüber steigen darf. Dann sieht man hier jetzt diese ganzen Hebel und Griffe für das Öffnen und Schließen der Seitenwände. Die Puffer ein bisschen andersfarbig mit diesem angedeuteten Schmierfett wahrscheinlich. Hier sieht man dann noch einen kleinen Aufstiegsbügel. Das gleiche so schön hier auf der anderen Seite wieder. Toll gemacht, gefällt mir sehr gut der Waggon. Den werde ich bestimmt öfter auf meinen Maps einsetzen. Ein etwas längeres Modell. Hier mal sieht in der Mitte unten wieder die Beschriftung mit den Tafeln. Wirklich schön. Also wie gesagt, ihr haltet, im Mod sind 8 Waggons enthalten. Das sind die 4, die in der Grundvariante kommen. Dann können wir uns die beiden anderen auch noch anschauen, diesen schönen Transwaggon, der jetzt ein bisschen eine andere Beschriftung noch hat, eine andere Textur. Sieht man jetzt halt, dass die Griffe ein bisschen anders farbig lackiert sind hier auf der Seite und alles ein bisschen dunkler gehalten ist. Schöne Beschriftung, auch diese Blech. Oder diese Wellen in den Mustern drinnen mit den ganzen Verstärkungen, echt schön gemacht. Und zu guter Letzt noch dann der SBB Cargo Waggon, dieser schönen Beschriftung hier auch wieder. Ähnlich wie der andere Waggon jetzt, diese ganze Einzelbeschriftung. So, die 4 Waggons sind in der Grundinstallation enthalten. Wenn ihr die anderen Waggons aktivieren wollt, plus die Fake-Varianten dazu, das heißt für die Schönbauer, die ihre Waggons immer abgestellt haben wollen und keine Kosten dafür haben zahlen wollen, die hat Kaloid auch gedacht, für die gibt es eben die ganzen Waggons auch als Fake-Modell. Dazu müsst ihr das Ganze entweder im Skript in der entsprechenden Lua-Datei von False auf True setzen, dass die Waggons erscheinen. Oder ihr verwendet einfach den Transport Fever Mod Manager. Da könnt ihr dann bei dem Mod unter den Mod-Einstellungen die ganzen Varianten einfach aktivieren und deaktivieren.
Wenn ihr alle 8 Waggons aktiviert habt, dann bekommt ihr nämlich auch diese 4 Modelle zusätzlich, die jetzt eigentlich dann nur noch die italienische, von der italienischen Post sind. Das ist dieser Waggon hier und dieser Waggon hier. Und dann gibt es noch eine französische Variante dazu. Das ist einmal diese Beschriftung und einmal diese Beschriftung. Und wie schon erwähnt, wenn ihr also die ganzen Waggons haben wollt, inklusive der Fake-Modelle, kann ich es mal ganz kurz zeigen. Müssen wir hier im Depot. Gibt es eben hier, wie gesagt, die Grundvariante mit diesem SBB und den Transwagen. Die beiden der Schweizer Post mit der deutschen Beschriftung. Und dann gibt es eben diese Posta und Post-T-Version, die eben die italienische bzw. französische Version ist. Und wenn ihr dann wieder auf alle umschaltet, dann werdet ihr dort hoffentlich auch, oder hier sind sie dann praktisch die ganzen Fake-Varianten der Waggons finden. Wie gesagt, dazu müsst ihr diese entweder in der entsprechenden Lua-Datei aktivieren, den Wert eben von False auf True setzen oder im einfachsten Fall den Transport-Fever Mod Manager verwenden. Ich trage euch natürlich den Link des Mods wieder in der Videobeschreibung mit ein. Ihr bekommt auch den Link für den Transport-Fever Mod Manager. Wenn es euch interessiert, wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch das Ganze einmal bei dem Video zu den S-Bahnen von Kaloid 1988 anschauen. Da trage ich euch den Link dann auch in die Videobeschreibung ein. Dann könnt ihr das dort nachvollziehen, wie es dort einzustellen ist. Und ganz einfach, so geht es hier bei diesen Waggons auch. Für die Vorstellung der Beladungsart gibt es jetzt dann noch einen kleinen weiteren Videoabschnitt, in dem ihr die Möglichkeiten oder die ganzen Beladungsarten der Waggons seht. Und danach kommen noch ein paar Fahrsequenzen. In diesem Sinne sage ich einmal Danke an das Modder-Team. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit dem Mod. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Maverick. Um die ganzen Beladungsarten der Waggons zu zeigen, habe ich hier mal einen kleinen Zug zusammengestellt, den wir jetzt hier auf die Linie schicken. Wir können uns jetzt mal die Waggons nochmal in der Vorbeifahrt anschauen. Das sind also jetzt mit der Schweizer Werbung, dann kommt der eine Cargo-Waggon. Da müssen jetzt, glaube ich, die italienischen kommen. Wieder getrennt von dem Transwaggon. Und dann kommen die beiden französischen Versionen. Da ist es jetzt nur zum Auffüllen, mal die ganzen Beladungsarten zu zeigen. Sollte ja beim Bremsen und beim Wegfahren dann einmal auf den schönen Sound hören, den es für die Waggons wieder gibt. Es sind nämlich eigene Soundfiles dazu. Schauen wir mal, wenn der Zug einmal komplett beladen ist. Dann stoppe ich das Ganze mal. Und dann können wir das Ganze mal vom ersten Waggon weg ansehen. Es gibt also die Beladungsart Vieh, die Beladungsart Getreide. Wir können Kunststoff transportieren, wir können Öl transportieren, es gibt Baumaterial als Transportgut, das sind jetzt beide gleich mit Baumaterial, dann gibt es hier einmal, wie man so schön sieht, die Maschinen, dann gibt es das Werkzeug, es gibt die Lebensmittel und zu guter Letzt noch die Güter oder Waren. So, dann schauen wir uns oder hören wir uns den Zug mal bei der Abfahrt an.
So, und dann würde ich sagen, gibt es von dem schönen Zug noch ein, zwei Faszien. Ich hoffe, da kann man dann auch den schönen Sound noch raushören.